Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, wie soll ich sagen, das letzte Mal war ja ein Blindgänger, ne? Von wegen, ja, ich spring mal da runter, da wird bestimmt noch was Interessantes sein, USW. Hätte ja auch so schön sein können, war aber dem nicht so. Jetzt mache ich aber wie folgt. Ich habe hinten, wo die Orks sind, noch was gesehen. Und anderen sind da ja sowieso noch zwei Orks, die man bekämpfen kann. Heißt, ich muss so oder so da noch hin. Was ich da ja gesehen habe, das war ja, dass auch noch ein Gebäude herumgeistert, soweit ich weiß. Apropos Gebäude, bin ich hier. Achso, ich bin jetzt hier hinten. Okay. Ja, ich wollte ganz gerne wissen, was das für ein Gebäude war, was ich gesehen hatte. Weil da bin ich ja letzte Folge nicht hingegangen, ne? Hab ich überhaupt die Begrüßung gemacht? Von wegen, hallo, herzlich willkommen zurück zu Gothic? Ja, ich glaube, ne? Egal. Selbst wenn nicht, jetzt habe ich es quasi nachgeholt. So, genau, da war schon wieder ein Turm zu sehen. Das ist ja von unserer Festung. Und da hinten rechts war auch irgendwie noch ein Festungsgegenpunkt, ne? Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Genau so. So, so. Wobei mir noch ein Punkt einfällt. Ich kann ja die mit einem Pfeil und Bogen ganz gut besiegen. Bloß mit allem anderen wird schwierig. Jetzt ist die Frage, lohnt es sich, wenn ich da jetzt herumexperimentiere wegen denen, die mich verfolgt haben beim letzten Mal? Also sprich bis zu den Bogenschützen Heinz und Kukagi. Müsste ich noch gucken. Was ich auf jeden Fall versuche, warum ich jetzt auch nochmal speichere, ist, ich riskiere mal was. Ich weiß, es ist meist die blödeste Idee. Aber es ist gerade die einzige Idee, oder? Ja, ich muss an denen vorbei. Ork-Kämpfer. Ja, hat funktioniert. Gut. Zum Nachgucken reicht es nämlich dann. Oder auch nicht. Gut. Wie gesagt, zum Nachgucken sollte es jetzt reichen. Echt jetzt? Ein Orkjäger. Jagt er denn auch Orks oder ist er nur einer? Autsch. Ich will ja nur da hinten nachgucken. Ich werde das sowieso nochmal laden müssen. Aber warte mal, was ist das denn? Etwas, was ich jetzt nicht. Ach doch. Mitdenken. Nein. Krusch Vorrock. Mal sehen. 45.
Macht weniger, aber es ist ein Einhänder, ne? Egal, ich will ja nur kurz nachgucken. Ich lade gleich eh wieder. Und da ist jetzt wieder der eine Typ, der eigentlich runterfallen hätte sollen. Gut, jetzt aber. Wie gesagt, ich will ja nur kurz nachgucken. An der Stelle auch Entschuldigung, wenn das euch nervt, aber ihr seht, was das dann jetzt gleich für ein Aufwand ist, wenn ich die gleich einzeln machen muss. So mache ich das halt so. Willen. Ach, erzähl mir nichts. Ach nein, Sachen. Ach du Scheibenblätter. Okay. Wie gesagt, ich lade jetzt wieder. Dann weiß ich aber auf jeden Fall, dass da noch einiges auf mich zukommen wird, Leute. Deswegen... Oh Gott, ich habe jetzt schon Panik. Aber ich werde die auf jeden Fall jetzt nicht runterlocken oder so. Sondern ich werde gucken. Moment, da ist noch was ich haben möchte, bevor ich jetzt für Theater sorge. Gut, die haben mich noch nicht bemerkt. Weil umso länger die mich nicht bemerken, umso länger kann ich hier noch herumsammeln, ne? So. Nein, nein, nicht. Ah, der eine ist runtergeplumpt. Das war mal eine klare Antwort, würde ich behaupten. Okay, Leute. Habe ich jetzt nochmal... Nein, ich habe vorher nicht nochmal gespeichert. Ich bin so ein Genius. Ist da neben Sklavenbrot dran? Hab doch falsch geguckt, oder? Sklavenbrot. Okay. Gut, die sind auf dem Weg. Habe ich die jetzt abgehängt? Weil das wollte ich ja wiederum nicht. Ich glaube aber. Ja, ich habe die abgehängt gehabt am Ende. Okay.
Ach, da. Ja, nennt mich ruhig feig oder so. Aber nennt mir mal eine bessere Taktik, wie ich an die rankomme. Und ich glaube, ich habe schon wieder verkackt. Kann es? Ja. Huch. Bin im Ast reingestackt. Komm, komm, komm. Ja, den einen noch erwischt. Natürlich irgendwie zu sehen, dass man den anderen gerade mal im Blickwinkel kriegt. Nein, 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 nein! Weil die selber looten kann ich nicht, soweit ich weiß. Meine Güte, kurze Herzattacke, weil ich das noch gehört habe, den Schlag. Wie ich das hatte, ne? Hä? Warum geht denn jetzt der Bogen nicht? Na toll. Ich hasse das Spiel komplett gerade. Tut mir leid, aber das war jetzt nicht zu kommen zu sehen. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen, dass er dann jetzt so abschmiert. Also sprich mit dem Bogen. Das lag wahrscheinlich wieder, weil ich eingeschlafen bin. Und dann schießt er meist nicht mehr. Bäh. Kann das ganz, ganz grandios. Jawohl.
Hallo, was ist denn jetzt los? So. Alter, das ist nicht dein Ernst. Komm, komm, komm. Oh, Moment. Jetzt weiß ich, was los ist. Mir sind die Pfeile vorhin ausgegangen. Alter! Okay, vergesst es, dann halt nicht. Gottes Willen. Aber ganz ehrlich, warum gehen mir die Pfeile aus? Wie viele habe ich denn nur noch? Ach ja, Pfeile kann ich ja benutzen. Davon habe ich genügend. Füße fassen, USW, ne? Was hat denn überhaupt unsere Zeit? Vielleicht bringt es jetzt auch nichts mehr, sich drüber zu ärgern. Moment. Ja. Ganz kurz gesagt und schlüssig, es war eine dumme Idee, das zu versuchen. Aber ganz ehrlich, ich darf den Bogen jetzt eine Zeit lang nicht einsetzen, bis ich wieder gefühlt 1000 Pfeile habe. Könnte mir mal jemand sagen, wie ich an die Pfeile kommen will? Bitteschön. Dankeschön. So, habe ich hier eigentlich nochmal geguckt gehabt? Ja, habe ich. Jetzt bin ich halt fett an überlegen, wo ich noch hin kann. Gut, ich habe hinten das Tor jetzt aufgemacht. Da wären noch die paar Sauriers. Aber die mache ich ja jetzt nicht noch, auch noch mit einem Pfeile platt. Oh Gott, jetzt wird es echt wieder eng. Das Einzige, was bringt, ist, wenn ich jetzt für Lefty die Wasseraufgabe machen würde. Aber das wäre dann jetzt wahrscheinlich dann dementsprechend 2 Folgen höchstwahrscheinlich. Zum einen, weil ich mich wieder mit ihm anlegen, schrägstrich aussprechen muss. Und zum anderen, ja, weil ich dann auch noch das Wasser hin und her schleppen darf. Ich weiß noch nicht. Ist das jetzt dein Ernst? Was war das denn für ein komischer... Egal. Ich gehe auf jeden Fall jetzt mal rüber noch zu dem Skelettbereich. Ich hoffe, ihr wisst noch, was ich meine damit. Ich meine jetzt mit der neuen Axt und ein bisschen Talent zum Schwingen, sollte ich ja die Skelette auch machen können. Ja, ich weiß, das schaffe ich zwar jetzt nicht mehr in dieser Folge mehr, auch wenn diese Folge hier ein kleines Stück länger geht, weil ich die anderen Folgen wieder extra kurz gemacht hatte. Aber aus Gründen, die ich nicht verstehe, habe ich, glaube ich, vorher 2 Level zu wenig gemacht. Also im Anfangsstadium meines Spieldurchlaufes halt, meine ich. Gerade weil es halt auch einfach schwer war, am Anfang an Level zu kommen. Gut, nachdem ich natürlich das Kampfsystem kapiert habe und
Einiges würde ich wahrscheinlich sagen, im zweiten Durchlauf würde ich besser machen. Was ja auch passieren wird, weil ich ja mit neuerer Hardware dann nochmal hier rangehe. Ne? Aber ich weiß halt nicht, wie sich das sonst verhält. Okay, da ist dieser komische Steinsäule-Ding. Ich weiß gar nicht, hier ist... ich glaube, ich bin entweder zu weit rechts oder ich bin zu weit links. Eins von beiden. Ne, ich bin zu weit rechts. Glaube ich jetzt einfach mal. Obwohl, hier ist dieser... Platz, wo ich ja gegen den gekämpft habe. Ne, dann bin ich sogar noch zu weit... Oder? Ne, ich muss tatsächlich noch in die Richtung ein ganzes Stück. Ich sag mal, so eine Minimap wäre nicht verkehrt gewesen, aber macht natürlich das ganze Spielgeschehen hier auch ein bisschen kaputt, natürlich. Ja, da ist auch schon das Schiffwrack. Ich war tatsächlich noch ein Stück zu weit rechts. Vom Kartenpunkt aus gesehen. Da ist auch schon der Turm. Gut, gut. Dann speichere ich hier mal wieder. Da hinten ist ja auch der... Ach ja, das war ja der eine Rundturm, den ich meinte, ne? Gut, gut. Ja, die Echsen da unten, ne? Die muss ich mir auch irgendwann noch vorknöpfen. Gut, aber wie gesagt, das sollte jetzt erstmal gewesen sein. Immerhin habe ich ja jetzt mit noch den Weg auf mich genommen von A nach B. Und das sollte ja auch erstmal hin. Von daher, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich entschuldige mich für das etwas unnötige Zeitverschwenden. Nächste Folge geht es dann wieder etwas los. Von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Slahus. Haut rein und ciao.